Hallo, ich bin die Lara von der Barramundi Software AG und heute sind wir in Augsburg vor dem Kongress am Park. Wir laden jährlich unsere Kunden zum Come Together ein. Bin ich echt gespannt, wie es unseren Kunden hier auf dem Event gefällt. Also ich fand die Einführungsveranstaltung toll. Ich habe gesehen, es ist ein bisschen so wie bei allen großen Unternehmen mit einem schönen Intro-Video. Das fand ich sehr toll, sehr ansprechend und natürlich dann auch die Startpräsentation, die Begrüßung und alles. Nun, man bekommt hier bei dieser Veranstaltung mal sehr viele Informationen, die man im Tagesbetrieb, wenn man zu Hause in der Firma sitzt, nicht hat. Und man hat halt auch die Möglichkeit, sich mit anderen Kunden mal zu unterhalten und dort Erfahrungswerte abzugreifen. Also eine sehr wertvolle Sache, finde ich. Also mein persönliches Highlight war die Vorstellung, war wie das in die Zukunft geht und welche Schritte eingeleitet werden. Das fand ich sehr interessant und da sehe ich auch Ansätze, auch was unser Unternehmen betrifft. Natürlich haben wir auch für das leibliche Wohl unserer Gäste gesorgt. Was sind die aktuellen Themen in Ihrem Unternehmen für die IT? Aktuell sind wir zum Beispiel in der Immigration von Windows 10 immer noch dabei. Und ja, unsere komplexe Softwarestruktur auch in Produktionssicht einfach auch noch weiter zu automatisieren. Besonders wichtig, was jetzt ist, ist das Patching, dass wir immer auf dem aktuellsten Stand sind. Deswegen war auch der Beitrag von Herrn Moser, was das Lifehacking angeht, sehr interessant, dass man halt immer auf dem aktuellsten Stand bleibt und dass man so schnell wie möglich Updates nachzieht. Was wichtig ist, dass ich oder wir als Administratoren alles im Überblick haben und das gibt mir die Barramundi Management Suite so, wie ich das möchte. Warum haben Sie sich genau für Barramundi entschieden? Die Entscheidung selbst habe ich nicht mit selbst getroffen, da wir schon über 10 Jahre Kunde sind, aber ich denke mal, rückblickend auf 7 Jahre Erfahrung, weil die Lösung funktioniert. Wir haben uns damals für Barramundi entschieden, weil Barramundi hochgradig konfigurierbar ist. Das heißt, man kann also alles das, was der jeweilige Kunde braucht, auch so einstellen, dass es funktioniert, wie man es braucht. Weil jeder hat andere Ansprüche, aber bei Barramundi kann man halt wirklich überall alles frei konfigurieren. Wir haben uns eine Fokustour angeschaut vor, ich weiß gar nicht, schon einige Jahre her. Und ich war ab dem ersten Moment begeistert von dem Produkt. Weil man wirklich alles realisieren kann, was wir brauchen. Gleich findet die Siegerehrung der sogenannten Scripting Day statt. Hier dürfen Kunden ihre Skripte einreichen und erhalten auch spannende Preise. Fragen wir doch mal unsere Barramundianer, was sie so zu berichten haben. Das Besondere für mich am Barramundi Come Together ist, dass ich mich in einer lockeren Atmosphäre mit meinen Kunden austauschen kann. Wir haben gemütlich die Möglichkeit, auch mal Neuerungen vorzustellen. Wir haben mehrere Demo-Counter, die Vorlesungen, wo man sich dann auch wirklich gut danach drüber unterhalten kann. Und gutes Essen gibt es natürlich auch. Waren sehr angeregte Gespräche, die wir geführt haben, gerade im Bereich Windows 10, auch im Bereich IT-Security und wie es sich weiterentwickeln wird mit unserem Produkt, welche Themen wir zukünftig adressieren werden. Es war ein schöner Tag mit vielen Begegnungen und vertrauten Gesichtern. Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal.